So, guten Abend zusammen. Ich begrüße euch, nachdem ich hier jetzt irgendwie gerade eben einen Anruf hatte mitten in der Aufnahme und das jetzt irgendwie dachte, ich komme wieder zurück. Dem ist dieses Mal nicht so. Nicht schießen, ich bin kein Feind, sagte er. Und wir schauen uns ein wenig um. Es ist eigentlich nichts passiert, außer dass ich ein bisschen Holz und so eingesammelt habe. Und hier unten gelandet bin, weil hier... Ah, da ist eine Kiste. Ups. Mit Munition nehmen wir gerne. Und ich hier unten gelandet bin. Und dieser Typ da stand und mir eben sagte, er ist kein Feind. Was mich im ersten Step erstmal beruhigt. Schauen wir uns mal um, was wir sonst noch so... Ist hier los? Fehlende Ausrüstung. Ja, super. Das Kampfmesser habe ich nicht wirklich. Sonst ist hier nichts. Dann quatsche ich ihn nochmal an. Der Treibstofftanks wird sie behindern, aber nicht stoppen. Ja, testen wir doch mal. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ja, wir sollen helfen. Das, sage ich jetzt mal so, war zu erwarten. Irgendwer friert. Dann wollen wir das machen. Ich sag mal, Dietrich können wir gebrauchen. Machen wir. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Na, machst du nochmal auf hier? Ah ja, dafür brauche ich den Dietrich. Oder was war das jetzt gerade hier? Nochmal im Testen. Eindeutig ja. Und den kriegen wir, wenn wir was für ihn erledigen. Okay. Gucken wir mal in dieses Kistchen hinein. Ziel ist ja in das Gefangenenlager. Aha, finden Sie einen nahegelegenen Eingang? Können wir ja gleich mal gucken. Da sind wir Fülle. Da ist was, was wir uns durchlesen können. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten, aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Na dann, bereit sein? Hm, breit sein vielleicht, aber bereit sein? Hm. Nun denn. Ja, wir gucken uns weiter um. So. Lalalala, was war da? Da war doch... Ach, das hatten wir ja schon. Gucken wir uns hier drauf. Was guckst du denn dahin? Da ist doch nichts mehr. Ach. Hm. Hallo? Oh, jemine. Die Triche ist hier echt mal so ein Thema, ne? Lalalala. Okay, ich glaube, wir klettern da mal hoch. Einfach mal so, weil wir es können. So, da haben wir ein bisschen Holz. Okay. Okay.
Besagter Eingang. Auch wieder Lagerfeuersche. Aber bei den Waffen kann ich was machen. Dann gucken wir uns das doch mal eben an hier. Nein. Den. Was ist das? Geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht die Klinge tiefer in die Haut. Das klingt gut. Machen wir. Mehr können wir nicht machen. Und dann gehen wir mal in die Höhle, würde ich sagen. Fängt ja gut mit der Kiste an. Sonst ist jetzt erstmal im ersten Step nichts zu sehen. Okay. Was soll ich hier? Hier ist ja nichts. Oder sehe ich einfach nichts? Nee, aber hier ist nichts. Also hier werde ich not happy. Also das ist mal klar. Das ist aber komisch. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Warte mal. Okay. Herausforderung, Mission, aktuelles Einsatzziel. Setzen wir da mal einen Wegpunkt. Was ist da hinten irgendwo ganz? Wir machen das jetzt erstmal. Ja. So viel zum Thema, du heulst nicht mehr. Vielleicht finde ich ihn ja. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Na dann. So, einen haben wir weg. Ist hier noch irgendwas? Oh, jede Menge. Halt, warum gehst du so in Tarnung? Das machst du ja nicht umsonst, Lady. Wo hast du denn da was gehört oder gesehen? Da zum Beispiel nicht. So. Ich wollte zwar eigentlich nicht die Knarre dafür benutzen. Voll bis unterm Dach, auch schön. Jetzt kann ich es nehmen, oder was? Ist ja auch merkwürdig. Uch, Scheiße. Blödes Mischstück. Hier einfach zu überraschen, geht mal gar nicht. Kann ich dir jetzt hier bitte schön die Waffe wechseln? Genau, den wollte ich haben. Ich will ja nicht meine ganze Munition an Wölfen verballern. Erstmal gucken, was hier noch so liegt. Wir gucken uns ja genau um. Da ist nichts weiter. Dann klettern wir mal. Ne, hier kommen wir nicht rauf. Nicht
nicht so richtig. Da kommen wir rauf. Na, brauchen wir eh in die Drehführ. Ach, ausnahmsweise mal nicht. Okay. Ein Teil des Bogens gefunden. Was ist das hier? So ein bisschen rumheulen tut sie ja doch noch, ne? So. Kann ich das jetzt hier irgendwie wegschießen? Testen wir mal. Also das hat schon mal gar nichts gebracht. Es leuchtet aber. Aber machen kann ich jetzt gerade mal nichts. Warum tarnst du dich wieder, Baby? Da ist doch niemand. Da ist noch eine Kiste. Nee. Da. Schauen wir mal auf die Map. Na, ja, falsche Taste. So, aber irgendwie. Was mir noch nicht so ganz. Na, der. So. Irgendwo sind doch. Okay, das Ding muss auf jeden Fall weg, oder? Weiß ich gar nicht. Nee. Nein. Auch nicht. Gucken, ob das was bringt. Nicht so richtig irgendwie. Ich will jetzt auch nicht die ganze Munition verballern. Ist doch doof. Probier es hier nochmal. Da nicht. Da auch nicht. Nee. Irgendwas mache ich falsch. Und ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren. Haben wir auf jeden Fall ein Kistchen. So, da ist das. Lalalala. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. So wird das nix. Nein. Ich frage mich, was das Ganze hier soll. Er zeigt mir an. Nein, lass mal die Knarre weg hier. Da komme ich da aber auch nicht rauf, oder? Ich glaube, ich mache doch wirklich erstmal das da. Dieses blaue Ding ins Getöns hier. Gucken, ob ich das besser hinkriege. Nee. Oder meinst du den Eingang, Bursch, hier?
Richtig. Dann doch mal eben hier. Da Münzen wahrscheinlich. La 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 la. Oder Pilze. Da haben wir nochmal Pilze, so wie es aussieht. Was denn? Es hört sich hier echt so an, über das Headset, als wenn da die ganze Zeit irgendwie... Ah, Pilze kann ich nicht mehr. Hallo? Heilung braucht sie gerade nicht. Was ist das? Okay. Machen wir glatt. Wenn es dann soweit ist. Was haben wir hier? Okay. Eieiei, hier ist ja richtig was los. Naja, gut, schauen wir uns weiter um. Da ist auch noch was, aber ich glaube, die konnte ich. Nee, die sind Befülle. Haben wir da. Geht's nicht weiter. Hier ist, glaube ich, auch Ende im Gelände. In dieser Höhle war jetzt mal nicht so. Doch, da geht's vielleicht weiter. Nee, hier ist aber auch Ende im Gelände. Nee, nicht so richtig. Ja, dann sind wir hier erstmal wieder raus. Wahrscheinlich übersehe ich die Hälfte, ihr Lieben. Aber was soll ich sagen? Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Okay. Huch, das soll jetzt so nicht sein. Also irgendwie aktuell, ja, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Irgendwie irre ich hier gerade aktuell so rum und toll. Ich kriege immer einzelne Teile, aber nicht von dem, was ich will. Ich irre halt hier gerade so rum, wie ich schon erwähnte, und guck mir das Ganze an. Klettern wir mal hier rauf, weil er das so als gelb anzeigte. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Vielleicht. Da fehlt mir doch wieder was zu. Ja, das Kampfmesser. Jawohl. Ein Traum. Ups, das war nicht so schlau. Hier noch irgendwas übersehen. Da geht's auch nochmal hoch. Ein Kleid.
kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Hier ist aber nichts weiter, oder? Also, ich sehe zumindest nichts. Na gut. Ja, ja, ich kann den Spruch nicht mehr lesen. Echt nicht. Also, ich klicke, das ist echt faszinierend. Ich drücke nach unten. Ja, beim Kamerawechsel. Schlaumeier. Manchmal sind manche Dinge unsinnig. Ja, nur hopp. Nein, dieses Hop. So, was kann ich hier noch? Komme ich da noch irgendwie hoch? Ich gucke mir das mal an hier. Nö, das ist auch ziemlich für den Arsch gewesen. Das will ich mir jetzt gerade nicht angucken. Hier ist, wie gesagt, was haben wir hier? Ja, fehlende das, fehlende jenes, fehlende sowieso, ist ein Brüller. Versuchen wir mal darüber zu kommen. La 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 la. Ach, da hinten ist er. Können wir da zumindest das Holz nochmal mitnehmen? Was denn? Wie konnte ich denn jetzt nochmal Pfeile machen? Ich will aber Pfeile. Achso. Ich höre da doch. Also ganz ehrlich, halbwegs faszinierend ist, dass ich die ganze Zeit irgendwie Schritte höre über den Kopfhörer, die nicht die meinigen sind. Sehr strange. Ja, ja, hör auf zu flennen. Ich könnte jetzt erstmal hier... Ja, ja, ich weiß, dass das erkletterbar ist. Ist ja nichts Neues irgendwie. Da ist wieder so ein beschissener Sender. Ah ja, ein Basislager, auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir. Na. Boah, ja, Micha. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und machen das Ding hier kaputt. So, das ist der dritte von fünf. So, ihr Lieben, dann sag ich mal für heute noch einen wunderschönen Abend. Ich setze mich hier mal hin. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite. Hauptsache, du hast Spaß. Um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Ja. Was kann ich denn hier Schönes machen? Bögen.
Erhalten? Hä? Na gut. Habe ich nicht genügend Ressourcen für, oder was willst du mir damit sagen? Ah. Schön, dass ich hier nochmal reingeschaut habe. Und jetzt, wie gesagt, euch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.